Es tut mir leid, aber Monster Mash hat kurzzeitig die Angriffskraft. Trank. Ich muss mir Tränke kaufen. Ich will diese Dinge eigentlich nicht essen. Ah, scheiße. Gut. Muss ich nochmal zum Händler später. Na. Jetzt kommt so ein scheiß Trank, ey. So, wenn wir bei denen vorbeigehen, dann kommen die nach unten. Ja, wie hat Skys Vater es geschafft, den ganzen Weg zurück nach Shuttletown zu schleppen? Ja, der ist wahrscheinlich doch stärker, als er gedacht hat. Na gut, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen was an Übung haben. Na, machen wir einfach weiter. Oh, jetzt speichern, super. So, was haben wir hier? Hier können wir noch nicht hin. Hey, Squid Baron, was zur Hölle machst du hier? Mein Urlaub ist ruiniert. Ah, stimmt. Ich kam in der Hoffnung, in der Brandung relaxen zu können. Und den Wind in meinem Gesicht zu spüren. Mit gespielter Lustlosigkeit zuzuschauen, wie die Strandhäschen einander mit Sonnenmilch eincremen, um sich vor der brennenden Sonne zu schützen. Vor den UV-Strahlen. Okay. Aber ich wusste nicht, dass gerade jetzt Nebensaison ist. Die einzigen Sehenswürdigkeiten zu dieser Jahreszeit sind Rentner und Skorpione. Ich gebe auch. Wenn das so weitergeht, werde ich mir in der nächsten ein verschwenderisches Heim mit unglaublichen Quadratmeterzahlen und Kiesgarten kaufen. Das werde ich nicht zulassen. Reiß dich zusammen. Da draußen wartet immer noch etwas Außergewöhnliches auf dich. Etwas Klischeehaftes, wie eine einsame Tintenfischdame. Vielleicht hast du recht. Wenn schon, denn schon. Nimm diese Röntgenbrille. Ich werde sie wohl nicht brauchen. Mit ihr kannst du durch Dinge hindurchsehen. Du hast die Röntgenbrille erhalten. Dieser kleine Spanner. Gut. Ich glaube, ich werde was zum Schreiben brauchen, weil hier gibt es nämlich eine... ich glaube, wir können jetzt mit der Röntgenbrille können wir diese Statuen lesen. Und wenn wir diese Statuen lesen können, sagen die uns nämlich, was wir... Wie heißt's? Was wir nämlich da eingeben müssen, um diese Tür zu öffnen bei diesem Dingsbums. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, Notizheft bereit gemacht. Hier können wir nämlich etwas drehen. Und das muss eine bestimmte Kombination haben. Diese Kombination finden wir in diesen komischen Geräten. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier hin. Hier haben wir ja eins gefunden. Oder zwei. Ein Herzchen brauche ich nicht. Und dann müssen wir noch was für Skys Vater. Genau, so war das nämlich. Röntgenbrille. So, mit der will ich mich jetzt nicht anlegen. Oh, ich brauche echt mehr Platz auf dem Schreibtisch. Das ist ja unglaublich. So, mit dieser Brille kann ich direkt durch den Stein hindurchsehen. Etwas ist eingeritzt, eine Art Design. Ich mache schnell eine Zeichnung davon, damit ich es nicht vergesse. Mumienzeichnung erhalten. Okay, dann brauche ich doch nichts zu markieren. Sekunde, wo haben wir denn Zeit? Stimmt, jetzt müssen wir zurück. Hier Mumienzeichnung. Eine Zeichnung, um ein Drittel eines mysteriösen Designs festhält. Okay. Jetzt müssen wir zurück zur Spuckinsel. Den nächsten Dingsbums da hier. Wie heißt's? Das nächste halt zu sehen. Und dann nochmal zurück zu Skys Pubs. Dann haben wir das dritte Zeichen. Der sagt uns dann, welche Zeichen... wie heißt der? Sagt uns dann, welche Zeichen hier wir brauchen. Und dann können wir die Kombination finden. So, ich werde mich hier gar nicht lange aufhalten, sondern einfach durchrushen. Boah, natürlich so, nur so lange es geht. So, ich muss nach oben.
Also Herzchen, das ist gut. So, wir brauchen ja nichts. Wir brauchen, was ist das? Dann das. Oh, das hat gedauert, bis ich das gecheckt habe, ey. Oh, das war mies. Das war so schön. Ups. Na gut, macht nichts. Oh, jetzt müssen wir uns durch diesen ganzen Lümmelscheiß hier durchkloppen. Oh, diese Maus, ey. Diese scheiß Fledermaus. So, besser ist das. Ekelhaft. So. Mit dieser Brille kann ich direkt verstehen. Scheint was ist eine Art Design. Ich mache schnell eine Super, Shanti, du bist toll. Sonst hätte ich das machen müssen. Obwohl ich sowas ja eigentlich sehr gerne mache. Na, Sekunde. Das hat jetzt ein bisschen genervt. Da musste ich mich mal kratzen. Blasenschild. Ich glaube, von dem habe ich auch echt genug, ne? Ja, Schilder und Pikballs habe ich eigentlich echt genug. Ich könnte noch mal eine Runde Fleischlutscher fahren. Nein, das war ja dumm. Ich denke immer, da geht es einfach unten richtig rein. Und da könnte ich dann halt irgendwie durch, aber das ist ja nicht der Fall. Ich dachte, ich verwechsel das immer hiermit. Aua. Oh, das war nicht so schön. Komm, drauf geschissen, einfach durch. Nur nicht gespuckt hättest, wäre alles super gelaufen. Du wärst am Leben, ich wäre glücklich. Komm, spring weg hier. So, jetzt einfach durch. Bleibt dein Fischatem bei mir. So, jetzt zurück hier nach Shuttle Town. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich zum Zuschauen genauso gut, weil es ist bei manchen Sachen einfach angenehmer. Wenn ich das jetzt blind Let's Play hätte, würde ich wahrscheinlich nicht so gut vorankommen. Von daher behalte ich das mal so ein bisschen für mich. Ja. Nee, wir müssen zur Sky. Ich würde gerne mal wissen, wie diese zwei Blonden heißen würden. So, was haben wir denn hier? Mit dieser Brille kann ich direkt durchsteigen. Das ist etwas eigentlich eine Art Design. Ich mache schnell eine Zeichnung davon. Super. Mumienzeichnung erhalten. Hey, ich habe alle drei Symbole der Mumie aufgeklärt. Sollte jetzt in der Lage sein, das Design zu erkennen. Oh! Jede Form stellt ein Tier dar und sie sind in einer speziellen Muster angeordnet. Das bedeutet, die Kombination für die Tempeltür ist, für Dumme schreibt es dran, Alligator, Löwe, Löwe. Sekunde, das muss ich mir jetzt gerade aufschreiben, das hört ihr wahrscheinlich gerade. Löwe, Löwe. Shanti, super. So, ja, das ist eigentlich echt mein Ding. aber Kerl. So, warte mal. Muss ich mit der Sky nochmal schwätzen? Was soll ich jetzt hiermit machen? Ich stell sie an die Wand. Das ist doch eigentlich der perfekte Mann, weißt du? Den Typ, den du magst, in Stein, hält die Schnauze, sagt nichts und den kannst du vielleicht noch in die Ecke stellen. Hino, Sakura, Konji. Na gut, Konji guckt das sowieso nicht. Hat sie selbst gesagt. Hino, Sakura, falls ihr das guckt, das war kein Wink mit dem Zaunfall. So, willkommen in meinem Laden. Ich kaufe mal drei Tränke. Komm, ich kaufe nochmal drei Tränke. Drei Tränke habe ich ja nicht. Ausverkauft, super. Ich kann nichts kaufen, aber eine Piratenfackel kaufe ich mal. So, ich habe wenigstens Tränke. Die Tränke
sind nämlich besser, finde ich. Weil das Essen ist zwar ganz nett und ganz goldig, muss ich sagen, ja. Aber da kann ich immer zwischendurch mal beim Bürgermeister vorbei und kann mal gucken, wie ich, ob der irgendwas haben will. Somit kann ich mir zwischendurch immer so ein bisschen Kohle abzwacken. Da muss ich nicht offscreen irgendwie rumfahren. Aua, ihr Elenden. Oh, 3 Stück, ey, das ist gemein. So, Monstermilch. Ich will eigentlich nicht wissen, woher diese Milch kommt. So, die ist weg. So, mit der lege ich mich nicht an, weil mir das zu blöd ist. Und dich, aua, aua. Ich springe natürlich voll rein und der macht einfach nichts. Super. Das ist natürlich mal wieder ziemlich straf. Dabei muss er den einfach nur mal falsch nehmen, ist der weg. Oh, Herzchen, Herzchen. Oh, super. Herzchen für Chanté. Komm, haut's in die Comments. Herzchen für Chanté. Hashtag Herzchen. Super. So, Kombination war... Das ist der Löwe, das ist das Nilpferd, Alligator. Löwe. Löwe. Super. Dann kann ich das auch streichen, dass wir das abgehakt haben. Ich glaube, im Stream war das eine andere Kombination. Gut, dann rein da. Nee, noch nicht. Noch nicht, ich will noch mal was angucken. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Aha. Hör auf, mich zu unterbrechen. Hör auf, mich zu unterbrechen. Hör auf, mich zu unterbrechen. Der Chef möchte diese Ruinen beseitigen lassen. Wenn das so weitergeht, werden meine Männer eine Ewigkeit brauchen. Unser Vorfahren auf der Spuckinsel hatten es niemals so hart. Unsere Vorfahren auf der Spuckinsel. Warum war das so untermalt? Gibt es da irgendwas? Na gut. Prinzessin, ihr seid... was? Prinzessin, ihr seid es. Keuch, gute Güte, Prinzessin! Prinzessin! Die sagen auch alle das gleiche. Dialog sparen.